Servus und Hallo aus dem Autoladen Dresden und herzlich willkommen zur Fahrzeugpräsentation dieses wunderschönen Audi A5 Sportbacks. Wir haben hier ein 2018er Auto mit 86.000 Kilometern gelaufen, einer sehr umfangreichen Ausstattung, einem schönen Perleffektlack mit der 19 Zoll Felge, die dem da so gut stehen, finde ich. Hinten sind die Scheiben getönt. Wir haben eigentlich alles an Ausstattung drin, was in so ein Auto reingehört und was den auch so ein Stück weit besonders macht, ist das virtuelle Cockpit. Wen das genau interessiert, was im Auto alles drin ist, der schaut mal bitte unter das Video. Dort steht ein Link, hier geht es zum Inserat und dort werdet ihr zu Mobile weitergeleitet und dort ist alles aufgelistet. Das haben wir uns nicht ausgedacht oder abgeguckt am Auto, sondern die Fahrgestellnummer wird abgefragt und dementsprechend sind alle Ausstattungsdetails dort hinterlegt. Ja, der Innenraum ist gepflegt und aufgeräumt. Hier riecht es auch nicht nach Rauch oder Katze oder Hund oder sonst irgendwas. Die Sitzwange, denke ich, sieht auch vernünftig aus, können wir uns vielleicht nochmal genauer anschauen. Genau, hier ist nichts abgewanzt oder irgendwie durchgesessen. Ich meine, das Auto ist 3 Jahre alt, aber nichtsdestotrotz hat er ja fast 90.000 Kilometer gelaufen und dementsprechend ist er natürlich auch schon mal bewegt worden. Den haben wir gerade frisch gekriegt, also hier ist noch das eine oder andere Krümel drin, sehe ich gerade. Aber alles in allem sieht man, dass der wirklich sehr gepflegt ist vom Vorbesitzer und dementsprechend auch gut dasteht. Der A5 ist so ein bisschen ein kleines Raumwunder, wie ich finde. Dadurch, dass die Heckklappe relativ groß ist, ist es eigentlich so ja, fast wie ein Kombi, eigentlich nur in der Coupé-Form. Man kann auch die Rücksitzbank noch umklappen und dann habt ihr wirklich eine ebene Ladefläche und könnt hier wirklich einiges verstauen. Doppelten Ladeboden habt ihr mit dabei. Ja, und die elektrische Heckklappe darf nicht fehlen, weil die seht ihr selber, die ist riesengroß und wäre dementsprechend schwer. Aber dadurch, dass es hier elektrisch ist, denke ich, ist es einfach up to date. Wir haben einen ordentlichen Hankook-Reifendorf, der Ventus, nee, der S1 Evo 2 ist das in dem Fall, ist ein gängiger Reifen mit einer guten Nasshaftung, Sommer bei ja, Feuchte genauso wie auch wenn es trocken ist. Ich fahre den selber, den Reifen, und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ja, warum machen wir das Video? Wir wollen im Prinzip erstmal, dass ihr einen Eindruck von Fahrzeug bekommt. Wir haben ja prinzipiell über 30 Bilder an sich schon inseriert, aber manchmal sagt ein Video doch was mehr aus. Man kann sich ein bisschen vorstellen, ob es sich lohnt, eben wegen dem hierher zu kommen. Ich denke schon. Von mir kriegt ihr eine Kaufempfehlung. Ich denke, das eine oder andere ist sicherlich noch zu klären, heißt Richtung Finanzierung. Also wie wollt ihr das bezahlen? Habt ihr ein altes Auto, was ihr in Zahlung geben wollt? Oder ihr mögt vielleicht eine Gebrauchtwagengarantie zum Fahrzeug dazu? Dann ruft uns einfach mal an. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr für euch da, am Wochenende 10 bis 14 Uhr, da kann man viel schon vorher klären, dass wenn er dann herkommt, ihr es eigentlich nur noch mal Probefahrt und dann halt eintütelt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao!